Mit dem Xiaomi Poco F3 bekommt ihr ordentlich Power. So viel Power, wie ihr es für nur rund 300 Euro sonst kaum kriegt. Wo ihr aber Abstriche machen müsst, verraten wir euch jetzt. Denn wir haben das Handy für euch getestet. Das Poco F3 kommt mit vielen Highlights. Eins ist aber sicherlich die Performance. Dafür sorgt ein richtig guter Prozessor. Der sorgt für eine sehr hohe Bediengeschwindigkeit, mit der ihr für alle Alltagsaufgaben gewappnet seid. Auch das Display kann uns überzeugen. Der 6,7 Zoll große Screen löst in Full HD auf und bietet eine erhöhte Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Farben sind kräftig, die Kontraste gut. Besonders beeindruckt hat uns aber die sehr starke Maximalhelligkeit. Die finden wir sonst nur bei Flaggschiffen. Weitere Pluspunkte ergattert sich das Poco beim Akku. Im Online-Laufzeittest hält es mehr als 12 Stunden durch. Obendrauf kommt eine recht flotte Ladezeit von rund einer Stunde. Kabelloses Laden ist in dieser Preisklasse jedoch nicht verbaut. Schwächen zeigt auch die Triple-Kamera. Sie leistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine brauchbare Schnappschussqualität. Während unter Tageslicht sogar noch das ein oder andere gute Bild herauskommt, dürft ihr von den Schwachlichtaufnahmen nicht allzu viel erwarten. Zum tollen Gesamtpaket kommt obendrauf 256 GB Speicher, Dual-SIM, 5G und ein Fingerabdrucksensor. Staub- und Wasserschutz fehlt allerdings. All das bekommt ihr für rund 310 Euro. Sparfüchse sollten stattdessen einen Blick auf das Poco X3 Pro werfen. Das bietet derzeit ein unschlagbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei noch besseren Akkulaufzeiten. Allerdings ohne zukunftssicheres 5G-Modul.